ein Attentat auf den Flüchtigen verüben, der sich eine Kanalisation davon machte. Okay. Seht euch das an. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Kerker. Je von ihm gehört? Er weiß zu viel über die Assassinen. Vermutlich wird er die Templer aufsuchen und ihnen verraten, was er weiß. Eliminiert ihn, bevor die Nationalgarde ihn erreicht. Er versucht, durch die Kanalisation zu fliehen. Connaître. Nein, nein, es stockt bei euch gerade nichts. Das ist einfach nur die PlayStation, die gerade am Sterben ist. Der Spaß ist zu Ende. So kann man auch auf den Balken springen. Wer war das? Ich hätte den direkten Ort zwar bevorzugt, aber meinetwegen auch so. Lass ja niemanden hier durch. Womöglich kommt er zurück. In diesem Rattennest finden wir den Bastard nie. Seid bereit, der Mistkerl wird hier wieder auftauchen. Alter, was ist hier Phase? Läuft irgendwie langsam kein Wasser mehr durch, sondern nur noch Blut. Eine Zweistufentruhe in einer Aufgabe, die für Anfänger ist. Ja, für später nochmal die Motivation zurückzukommen. Ich will aber nicht zurückkommen. Ich will hier einmal rein, alles mitnehmen und wieder raus. Du hast keine Ahnung, wie ich spiele. Genau so. Einmal aber gründlich. Du zwingst mich hier alles backzutracken. Normalerweise schnauzt mich jetzt jemand an von wegen, ey, hast du in die Hose gekackt. Das war lustig, das eine Mal. Er ist gestorben, ziemlich schnell, aber schmerzvoll. Die Dreckstruhe ist die gleiche wie eben, no? Mit trauernder Mutter verteidigt die Verteidigerin, die nur rein Andenken an ihren ermordeten Sohn mit nach Hause nehmen will. Helfen wir der Mutter mal. Pun not intended. Oh, wie mies, ey. Helfen wir der Mutter mal. Lassen wir das. Gehen wir einfach hin und sehen, was wir für sie tun können. Sag mir, wen du beschützt. Niemand. Mich würde ja interessieren, was sie nach Hause nehmen will. Wahrscheinlich die Laterne. Das wird gleich der erste Rosenmontag-Umzug. Geh mit seiner Laterne, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Da drüben leuchten die Sterne, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ich mich nur ganz dunkel dran an so eher diese Laternenumzüge. Allez,
habe mich immer gefragt, warum. Warum rennen wir jetzt mit so einem Licht durch die Gegend? Und singen sehr monoton dieses dumme Lied. Ich meine, ich habe es nicht so gedacht. Ich dachte mir so, okay. Habt ihr mitgemacht oder fand ich das? Ja, wobei, es hat gebrannt. Du kommst sofort her! Die Laterne hat gebrannt. Es besteht eine Chance, dass ich es doch geil fand. Ich hab's irgendwie mit Feuer, ich weiß auch nicht warum. Ich stell mich aber als Eisechse da. Das versteht mal einer. Sie haben ihn ohne Grund gehängt. Ich nahm ihm diesen Anhänger vom Hals. Bitte, Sir, könnt ihr mich beschützen, während ich ihn zu unserem Haus zurückbringe? Ich habe deinen Sohn gehängt? Duchesse de Frémier, ah, so. Royalist, verstehe. Trotzdem nicht, was hat ein Kind damit zu tun? Oh, das wird mich nun demnächst unterdrücken, lass uns ihn hängen. Sie ist auch adelig. A la lanterne! Lass die Dame in Ruhe. Die trauert nur. Ich sagte, lass die Dame in Ruhe. Mademoiselle, gehen wir weiter. Wollt ihr darüber reden oder eher nicht? Dann wie war er so? Lass sie. Ihr habt einen schönen Säbel. Ihr seid nur etwas dreckig. Gehen wir und am besten keinen Smalltalk mehr, denn offenbar brauchen wir all unsere Konzentration, um nicht angegriffen zu werden. Wie weit ist es bis zu eurem Haus? Vor allem verstehe ich allerdings nicht, warum euch beide Seiten angreifen. Wahrscheinlich seid ihr von politischem Interesse. Ist da gerade jemand ohne Hemd durch die Gegend gerannt? Mademoiselle, nach Ihnen. Gebt mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder bei euch. Was jetzt los, Ratten? Ich weiß, Assassine, Freiheit, wer braucht Regeln und so weiter, aber Regeln sind wichtig. Es kommt nur darauf an, welche Regeln. Man könnte zynisch meinen, natürlich nur unsere Regeln, aber das ist nicht Sinn der Sache. Du hältst uns nicht auf! Es tut mir leid, dass ihr angekratzt wurdet, Madame.
wollte noch ein wenig auf ihnen herumtrampeln. Ich kann euch das nicht verübeln. Das würde ich auch wollen. Ich habe keine Lust mehr, mich mit diesem Gesindel abzugeben. Wir schießen sie einfach und gut ist. Allerdings geht mir langsam die Munition zu Neige. Von daher, wie weit braucht ihr noch bis nach Hause? Sind wir bald da oder noch nicht? Achtung, sie kommen. Auf dem Weg! Was macht dagegen, wenn ich dir die Leber schaue? Ja, strich noch einmal darauf ein. Man kann sich nicht sicher sein, oder? Weiter, Madame. Dank, mein Herr. Wenigstens habe ich ein Andenken an ihn. Möge er in Frieden ruhen. Requiescat in pace. Wir brauchen Munition. Aber sowas von. Oh, hast du Munition? Wenn ich gerade davon spreche, du kommst mir fast gelegen. Sei du triffst mich gleich, was ich überhaupt nicht geil finden würde. No, 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 no. Arschloch. Wenigstens habe ich eine Medizin wieder raus, die dieser Google-Eini mir abgejagt hat. Okay, okay, okay. Haben wir noch mehr von diesen Niedrigrängigen, ohne uns dabei irgendwas auszureißen? Iskariot der Erste klingt irgendwie wichtig. War das der Erste oder stand der Riese? Gab es nicht irgendwas von schwarzen Fremden? Der große Fluchtkünstler. Dann den Fluchtkünstler, der, wenn ich mich nicht irre, ihr war. In der Bastille war ich auch schon lange nicht mehr. Hier ist auch sehr frustrierend, überall Kisten, an die man nicht rankommt. Auf Dauer recht nervig. Wir müssen uns zum Glück hoffentlich nicht damit beschäftigen. Sondern nur mit dem Öppel, der jetzt hier rein oder raus will, je nachdem.
vorne ist übrigens eine Zweierkiste, an die ich auch nicht rankomme. Ich laufe nur immer wieder dran vorbei, weil die Tüppels da stehen. Komm, ich verschaffe dir ein schnelles Ende, wenn du... Habe ich überhaupt noch Pistolen, Munition? Nee, ne? Bisschen Händler in der Nähe, sehr schön. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich oft hier in letzter Zeit. Aber es ist wichtig. No? Hallo, und ihr seid? Vor vielen Jahren, als ich aus der Bastille entkam, ließ ich die Leiter zurück, die ich aus Schnüren und Feuerholz hergestellt hatte. Sie ist berühmt, aber die Bastille wird wegen der Plünderungen bewacht. Könntet ihr, Bürger, mir die Strickleiter zurückholen? Sie ist irgendwo in diesem großen Gebäude. Den genauen Ort müsst ihr vom Quartiermeister erfragen. Ich muss was erfragen. Ich frage gerne. Meine Mutter hat immer gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagen. Und dich erstechen oder schießen oder in die Guillotine legen und enthaupten. Ah, zum Glück war das ein Witz mit dem Erfragen. Ich muss nur was klauen. Es ist gut. Ich warte hier einfach, bis er wieder vorbeikommt und schnapp ihn mir dann. Und ihr so in der Zeit? Was macht ihr so einen ganzen lieben langen Tag? Rumsitzen? Aufschlitzen? Weiß man nicht, ne? Ich bin echt überrascht, dass man in dem Spiel so weit kommt, ohne der Story zu folgen. Ich meine, wenn ich so an Black Flag zurückdenke, ich glaube, da mussten wir bis Kapitel 5 spielen, bis wir einigermaßen Freiheit hatten. Das ist hier nicht so, das geht relativ fix, bis man freikommt. Vielleicht Stunde, zwei Stunden und los geht's. Aber irgendwie macht die Sache mit Wasser mehr Spaß, habe ich so den Eindruck. Lala, Mademoiselle. Zeigen Sie ruhig mehr davon. Okay, und jetzt zur Spitze der Bastille. Natürlich zur Spitze der Bastille. Auch der Haupteingang sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Liegt aber auch jedes Mal wer anders rum, oder? Ihr könnt mir gerne hinterher kommen, aber dann sterbt ihr. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Hallo. Da sollen wir hin? Kommen wir darauf? Ich denke schon. Sonst wäre die Leiter da nicht da. Brücke meine ich. Was denn jetzt? Ist das was, wo man auch klettern kann oder sieht es nur so aus? Klettere ich hier rauf, ist einfacher. Steak,
stirbt! Ich hau dich tot, bevor du es merkst! Ah. Gleichfalls. Ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, wie ich die Pistole nachladen kann. Jetzt glaube ich den linken Stick drücken. Well, that was not very helpful. Der hat uns gerade erwischt, ich glaube nicht. Wenn ich gerade übrigens etwas schweige, liegt das daran, dass ich versuche, mich in die Situation hineinzufühlen. Seltsam. Ich dachte auch, ich hätte was im Schatten gesehen. Da bist du ja! Komm zurück und kämpfe! Mein Fehler. Ja, viel besser, wenn man nachladen kann. Pass auf, jetzt ist die Leiter außen und nicht innen. Das wär's jetzt. Halt! Wollen Sie jetzt wieder fliehen? Wieder mit L'Entrée sprechen. Ist nicht dein Ernst, oder? Wir hätten die ganze Zeit einfach wieder... Und hätten nicht einmal um das Ganze... Wir hätten einfach nur hier so... Wow, oh, und schwupp da unter durch. Das wär's gewesen. Ja. Die Umgebung im Auge behalten. Jetzt weiß ich, dass ich nach so einem Blödsinn Ausschau halten muss. Sollte. Macht die Sache um einiges einfacher. Viel weniger Tote. Ob die hier unten irgendwer bewacht? Nee, ne? Freund, das ist ein schönes Andenken. Gern doch, gern doch. Jean-Henri Latude. Sehr gut. Haben wir den auch umgehobbelt? Oh, gibt's noch einen anderen in der Nähe? Ja, ich weiß. Das sieht ein wenig aus wie, ich weiß nicht, Mr. Hyde. Kritik am Kritiker. Machen wir das auch.
Ist in der Nähe, ist nur zwei Sterne-Ding, kann eigentlich nicht schief gehen. Oh, wie schade, er ist frei. Lauf, bevor dich irgendwer tötet. Aber wir sind doch gar nicht auf der gleichen Seite. Ist mir egal. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute einfach so durch die Straßen gezerrt werden. Sie haben offensichtlichen Untergang. Ah, hallo, leite mir einen Moment euer Ohr. Ich weiß nicht, kriege ich das danach wieder? Oder willst du drauf rumkauen? Pierre Beaumarchais, Bühnenautor, Diplomat und bon vivant. Es hieß, ihr könnt mir helfen. Die Zensoren unterdrücken neue Stücke, darunter auch eines von mir. Sie zahlten für eine schlechte Kritik und wollen nun die ganze Inszenierung zensieren. Könnt ihr die Kritik stehlen, bevor sie gedruckt wird und dann, die Zensoren zensieren? Ich zensiere die Zensierenden. Machen wir. Nieder mit der Zensur. Sagte dir der Spaten sagt. Und Schaumküsse. Ist Schaumkuss eine Zensur oder ist das... Ich weiß nicht mehr, wo heutzutage Zensur anfängt. Und was Appropriation ist. Aber im Prinzip ist Appropriation eine Zensur, oder? Ich weiß ja nicht, wie schwer der Grad ist da vielseitig. Komisch. Das geht. Aber wenn es 13 Viecher auf Level 5 sind, dann will er nicht. Ohlala, was sehe ich da? Lässt tief blicken, meine Damen. Du hast schöne Federn und jetzt hau ab. Vernichtende Kritik. Verdammt, ich wollte mir durchlesen. Figaros Hochzeit wurde von Dramatiker Pierre-Augustin Caron de Blas verfasst und am 27. April 1784 im ganz neuen Théâtre de l'Ille aufgeführt. Es schließt an den Barbier von Sevilla an. Das Stück wurde gemeinhin als Anklage gegen die Aristokratie gesehen. Okay, sind wir in 1700. Sonst wie? Und nicht in 1800? Ich dachte, wir wären in 1800. Fünf Akte? Was? Fünf Akte? Bla 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 bla. Und jetzt das Hauptziel. Was ist das denn hier? Leute, der da vorne, der muss dran glauben, nicht ich. Oh, komm zurück. Jetzt könnt ihr mal gerne hinterherkommen. Ich wollte nur sicher gehen, dass der nicht weiter mordeln darf. Oh, no. Lasst mal schön die Lady da vorne in Ruhe. Hallo, ma chère. Wundervolle Frisur, wunderschönes Schwert und die Haltung. Trotz dieser Unbalance. Und dann auch dieser brutale Finisher. Nur ein Blick ist ein bisschen psycho, muss ich leider sagen. Ich hab nicht so eine crazy lady. Ich meine schon, ich falle immer wieder auf sie rein und denke, sie sind normal im Kopf. Vielleicht bist du genau deswegen die Richtige. Weil ich weiß, dass du crazy Blick hast. Dementsprechend weiß, worauf ich mich hier einlasse. Hm?
Wobei, mittlerweile siehst du fast normal aus. Ja genau, ignoriere mich wie alle anderen auch. Es wird Zeit, dass wir etwas für Release machen. Lass den Herrn. Ihr müsst nicht jeden zur Guillotine schleifen, nur weil es lustig ist. Dass das nicht alt wird, dieses Hinlegen, Kopf ab, zack, Kopf in die Menge zeigen, alle freuen sich. Muss doch öde werden nach dem dritten Kopf. Aber gut, das schätzt ja niemals die Schaulustigkeit von Menschen. So lange lustig, bis sie es trifft. Dann sind alle auf einmal nicht mehr Gangster. Okay, was soll das? Ich meine, es ist wunderschön, hier gibt es keine Vollidioten auf die Dach. Sieht ein wenig betrunken aus. Jetzt ist er nüchtern. Oh, sie schießen nicht, geh weg. Ich hätte mich euch gestellt, aber ihr wolltet ja unbedingt wieder unverkämpfen. Da habe ich keine Lust drauf. Was? Ich sagte, ich habe keine Lust auf Geschieße. Hey, komm sofort zurück! Dieb, Elender! Halte den Dieb auf! Er hat einfach reingelangt und sich was genommen! Das ist die Situation! Lass doch mal der Dame Portemonnaie in Ruhe. J'ai de quoi payer. J'ai de l'argent. Mais ne me tuez pas. Lauf. Buff. War es die letzte Zweier? Ja, hier sind nur noch Dreier übrig. Krass. Ich nehme an, die Grauen sind Anschlussquests, so wie am Anfang. Die Schaustellen. Aber erstmal würde ich sagen, wieder Geld einsammeln gehen. Was? Wo will ich hin? Ja, ich will zum Café Theatre, nicht zu den vier Königen. Totenkönigen sind's ja.